So, ich habe heute mal wieder für euch ein ganz interessantes Unboxing und zwar von einem Voice-over-IP-Telefon. Und zwar haben wir heute hier das GigaZ C430A Go und zwar ist das die Version mit Anrufbeantworter. Und ich packe das jetzt einfach mal hier für euch aus. Ich habe auch hier schon mal so ein bisschen in die Packung geschaut und die Funktion getestet. Und vielleicht zoomen wir hier mal so ein bisschen kurz rein. Also vielleicht kennt ihr das ja, GigaZ hat in ihrer Produktreihe immer verschiedene Modelle. Und ich hatte ja in einem von meinen vorherigen Videos schon mal ein anderes Gerät aus der HX-Serie. Und das könnt ihr euch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, natürlich auch anschauen. Und da ist ganz einfach zu beachten, dass zum Beispiel bei dem Telefon, was ich euch zuvor vorgestellt habe, HX immer dafür steht. Also ihr erkennt das dann bei der GigaZ-Serie hinten an der, wenn da HX steht. Dann bedeutet das quasi, ihr könnt das Telefon direkt mit einem Router verbinden. Und bei dem anderen Gigaset, was ich heute reviewe, da kommt quasi die Basisstation mit dazu. Das heißt, ihr verbindet das Gerät nicht direkt mit dem Router, sondern ihr verbindet es jetzt in dem Fall mit der Basisstation. Und die Basisstation hat auch noch einen Anrufbeantworter. Und ein weiterer Vorteil könnt ihr auch noch sehen, ihr könnt mit der Basisstation bis zu 6 Mobilteile verbinden. Also es muss auch nicht immer dann das gleiche Mobilteil sein. Deswegen kann es auch für einige Anwender ganz praktisch sein, sich so ein Set zu holen, wo eine Basisstation bereits enthalten ist. Ja, und falls ihr neu bei Voice-over-IP seid, warum wird denn Voice-over-IP immer beliebter und warum benutzen es immer mehr Leute? Na ganz klar, weil Voice-over-IP euch eine höhere Sprachübertragungsqualität bieten kann. Und das sagt ja GigaZ hier auch selber auf der Verpackung. Und zwar wird hier von einer brillanten Klangqualität gesprochen. Also ich würde jetzt einmal sagen, realistisch ist es sicherlich noch nicht in jedem Fall der Fall, dass die Klangqualität dann so super brillant ist gleich am Anfang an. Aber ich sag mal, diese Umstellung streitet auch in rasanten Schritten voraus. Also da macht es schon Sinn, auf Voice-over-IP umzusteigen und quasi für diese, ja ich sag jetzt mal, HD-Telefonie. Ja, im Prinzip vergleichbar mit dem HD-Fernsehen, gerüstet zu sein. So, und einen Blick in die Verpackung werfen wir jetzt mal. Da sehen wir, hier sind auch so, ich sag jetzt mal, ganz praktische Einrichtungshinweise für halt die verschiedenen Anbieter. Ja, Telekom, hier ist zum Beispiel SIPgate. Auf der Rückseite hier 1 und 1. Also, das ist halt das Gute, würde ich mal sagen, bei den GigaZ-Geräten, dass ihr da wirklich auch mit der Einrichtung relativ problemlos fortfahren könnt im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, so ein Profi-Gerät wie hier so einem Yealink, wovon ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Also diese Yealinks werden auch in der Regel dann, wenn man jetzt das mal vergleicht, ja, Endkundengerät für den, sage ich mal, für den normalen Privatkunden und hier das wäre eher so eine Firmenkundenvariante. Und da muss man natürlich schon so netzwerktechnisch und einrichtungstechnisch ein bisschen bewandter sein. Und da sind auch solche Tipps für deutsche Voice-over-IP-Anbieter eher nicht mit dabei. So, aber ich will jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen. Und ihr seht, hier ist auch eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Und hier ist natürlich auf jeden Fall alles auf Deutsch. Denn ihr seht es ja auch auf der Verpackung Made in Germany. Also da habt ihr auch was für den lokalen Markt angepasst. So, und wie gesagt, also wir haben hier einmal die Basisstation. Die ist auch recht kompakt. Ich kann es hier mal kurz auspacken. Da habt ihr halt Stromanschluss und hier ist auch ein Netzwerk sowie Telefonanschluss. Also falls ihr noch ein analoges Telefon habt, ist die sogar noch eine Kompatibilität gewährleistet. Finde ich auch ganz interessant. Allerdings ist natürlich ganz klar, so ein Voice-over-IP-fähiges Gerät mit einem Analoganschluss zu nutzen, ist natürlich nur eine Übergangslösung. Also dauerhaft würde ich das so nicht empfehlen. So, dann haben wir jetzt als nächstes das Netzteil für die Basisstation. Und zwar ist es 6,5 Volt mit 600 Milliampere, sofern ich das hier erkennen kann. Sieht auch ganz gut verarbeitet aus. Und vielleicht zoome ich mal für euch hier noch ein klein bisschen rein, mal sehen, was wir hier noch so alles in der Packung entdecken können. Haben wir hier quasi, da kommt gerade das Telefon rein, habt ihr hier schon eine schöne Station. So, ich muss das mal kurz ein bisschen heller machen. Wenn man reinzoomt, dann wird das hier immer so ein bisschen dunkler wegen der Lichtstärke. Ich hole hier einfach mal, was haben wir noch? Genau, hier ist das quasi das Stromkabel. Das kommt hier hinten so rein. Einfach so reinschieben, dann rastet das hier auch ein. Also ist
auch gut verarbeitet und sitzt sehr sicher hier drin. Könnt ihr so quasi super das Mobilteil aufladen. Dann weiterhin in der Verpackung habt ihr natürlich das, falls ihr noch den alten Analoganschluss habt, ein Kabel. Und ihr habt, was natürlich wahrscheinlich viel, viel wichtiger ist, hier dieses Netzwerkkabel. Und seht da, es ist sogar in Kategorie 5E, also passt auch. Also das ist, glaube ich, sogar schon gigabitfähig, das Kabel an sich, obwohl das, glaube ich, das Telefon nicht ausnutzen wird. Und falls es euch interessiert, es gibt auch Kategorie 6 und Kategorie 7, die sind dann jeweils nach der Nummer höher geschirmt. Aber ich sag mal, 5E reicht hier auch völlig aus. Gutes Kabel. So, kommen wir jetzt hier mal zum Mobilteil an sich. Das ist ja, glaube ich, das Interessanteste. Das ist ja das dann, womit ihr dann mehr oder weniger tagtäglich zu tun habt. Und ihr seht, Display ist nicht ganz so groß wie bei diesem anderen Gigaset hier, was ich zuerst reviewt habe. Und die Tasten sind auch ein bisschen kleiner. Aber wie gewohnt, ihr findet hier auch den Headphone-Port quasi an der Seite. Und ansonsten sieht das hier auch ganz schick aus mit den Ladekontakten. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal gleich die Batterien hier rein und schließe das alles ans Netzwerk an und fahre das dann mal hoch und richte das für euch ein. Zeige euch auch noch so ein paar Tipps, wie ihr das einrichten könnt bei euch. Jetzt sage ich mal beispielhaft beim Telekom-Anschluss und gehe mal vielleicht durch die Klingelmelodien. Also bis gleich. So, ja, dann herzlich willkommen beim zweiten Teil. Was wir jetzt einfach mal machen, um quasi dieses Gigaset ausführlich zu testen, ist, dass wir es mal zuerst mal diese Gigaset GoBox Basis hier ans Netzwerk anschließen. Ich habe hier schon mal das Kabel bereitgelegt und ihr seht, ihr schließt quasi das Netzwerkkabel hier an der Seite an, während ihr, falls ihr noch nicht umgestellt habt auf VoiceOver IP, ist hier auch noch dieses Analogkabel dabei. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden natürlich hier die Gigaset GoBox ans Internet anschließen. Und so machen wir das auch mal. Also ich mache jetzt mal die Kabel ab und fahre das mal hoch und dann bin ich gleich wieder da. So, vielleicht könnt ihr das hier auch schon sehen. Hier fängt so eine blaue Leuchte an zu leuchten. Ich kann da noch mal ein bisschen noch reinzoomen. Und das heißt eigentlich nichts weiter, als dass jetzt hier die Basisstation quasi hochfährt und bootet. Die holt sich quasi über ein Netzwerk eine IP-Adresse ab von dem Internetrouter und dann greifen wir auch jetzt gleich über den Computer quasi darauf zu und mache ich mal beim Telefon noch schnell die Batterien rein und schalte das auch an. Und ist natürlich ganz klar hier auch immer auf die Polarisation achten, aber ich denke mal, das versteht sich von selbst. Und ihr seht, es bootet hier schon hoch und müsste sich auch gleich mit der Basisstation verbinden. Ups, jetzt wird es hier kurz unscharf. Ja, und soweit scheint das hier auch ganz schick zu sein. Also das Gigaset C430 hat sich quasi mit der Basisstation verbunden. Und was ich jetzt einfach mal machen werde, ich springe jetzt einfach mal, ich kann mal kurz ein bisschen rauszoomen. Ah, interessant, jetzt zeigt hier auch irgendwelche Wetterdaten an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ganz lustige Funktion. Könnt ihr euch immer den Wetterbericht anschauen. Zoome ich mal noch ein bisschen raus und ich springe jetzt einfach mal zum Computer und greife quasi hier ist über den Webbrowser auf die Basisstation zu und zeige euch, wie man das einrichten und konfigurieren kann, um dann hier rasch Anrufe empfangen und tätigen zu können. Und ja, eine Sache habe ich noch vergessen, wollte ich euch noch zeigen, das ist ganz nützlich. Falls ihr die IP-Adresse von der Basisstation nicht wisst, geht einfach mal hier in euer Telefon rein und guckt mal hier bei Einstellungen, hier ist so ein Zahnrad. Und da scrollt ihr einfach runter zu System. Und wenn ihr System aufruft, scrollt ihr wieder runter und dann gibt es hier lokales Netzwerk. Und dann steht hier da, wie die IP-Adresse quasi in der Basisstation ist. Und ihr seht, also wie gesagt, ich habe hier dynamisch eingestellt. Und dynamisch heißt einfach nichts weiter, als dass die Basisstation, wenn ihr die an euren Router anschließt, dass die immer automatisch nachfragt. Hey, lieber Router, gib mir meine IP-Adresse und der Router teilt dann immer dynamisch eine zu. Das heißt, es ändert sich hier auch und könnt ihr so ganz einfach nachgucken. Und wir geben jetzt einfach diese Nummer hier, 192.168.1.113, mal in unseren Router ein und dann können wir darauf zugreifen. Also so könnt ihr immer die IP-Adresse von eurer Basisstation auch manuell in dem Mobilteil nachgucken. Das finde ich super praktisch. Nur so nebenbei als kleiner Tipp. So, und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ihr würdet quasi in eurem Router wirklich einfach nur diese Adresse hier oben eingeben.
die 192, 168, in meinem Fall ist es jetzt die 113 am Ende. Guckt dann halt einfach nach, was es bei euch ist, und dann kommt ihr auch direkt über euren Webbrowser, könnt ihr dann diese Gigaset C430A Basisstation konfigurieren. So, natürlich fragt es euch jetzt nach dem System-Pin, und den System-Pin könnt ihr auch im Benutzerhandbuch nochmal nachgucken. Die ist jetzt hier einfach nur die 4 mal die 0, gebe ich jetzt mal ein. Und dann kann ich mich auch schon sofort einloggen. Machen wir das mal. Dann zeige ich euch mal die Konfigurationsoberfläche. Hier kommt auch nochmal der Sicherheitshinweis. Natürlich solltet ihr diese Standard System-Pin 000 noch ändern. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Ja. Und wie gesagt, ich hatte euch ja vorhin auch gezeigt, hier ist auch nicht nur ein Handbuch, hier ist auch nochmal so ein extra Beilagezettel, wo auch nochmal für die verschiedenen Anbieter so Konfigurationsbeispiele sind. Also das könnt ihr auch immer noch gerne benutzen. Also wer jetzt neu bei Voice over IP ist, der würde sicherlich jetzt hier diesen Assistent für die schnelle Erstkonfiguration verwenden. Und ich habe das hier für euch schon mal so ein bisschen getestet. Ich habe schon mal den Telekom-Anschluss eingerichtet. Also ich bin ja bei der Telekom mit einem VDSL-Anschluss. Und bei einem Telekom-VDSL-Anschluss kriegt ihr normalerweise 3 Rufnummern mit dazu. Ich habe jetzt hier schon mal die 3 Rufnummern eingetragen. Und ich habe auch noch einen anderen ausländischen Provider. Der nennt sich hier Sonitel. Und bei dem habe ich ganz günstig für 1 Euro noch was eine Telefonnummer in Amerika registriert und habe die quasi hier auch eingetragen. Und was ich jetzt einfach mal machen werde, ich werde mal hier so man kann quasi bei der Basisstation bis zu 6 Leitungen hier scheinbar konfigurieren. Ich werde jetzt hier mal bei der Leitung Nummer 3, also ich habe jetzt quasi 2 Nummern registriert, einmal eine deutsche und einmal die amerikanische. Und ich werde euch jetzt mal hier am Beispiel von der Leitung 3 eine beispielhafte Konfiguration zeigen. Also ich denke mal, für Telekom, ja, oder für deutsche Anbieter werdet ihr bei dem Gigaset, denke ich mal, überhaupt keine Probleme haben, weil halt hier alles gut erklärt ist, weil es halt diese Assistenten gibt. Was wahrscheinlich, womit die meisten Leute dann eher Probleme haben werden, ist, wenn ihr so einen Fremdanbieter habt, der womöglich aus dem Ausland kommt, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, wie man das anrichtet. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz das Beispiel. Und ja, nochmal ganz kurz, um auf die Telekom zurückzukommen. Wenn ihr jetzt bei der Telekom wärt, würdet ihr das quasi auswählen. Und bei der Telekom scheint es echt so super einfach gelöst zu sein, dass man, wenn ihr jetzt die Telekom-Nummer einrichten würdet, würdet ihr hier quasi nur Vorwahl plus Rufnummer eingeben. Also so wie es hier in dem Zettel steht. Und mehr braucht ihr eigentlich gar nicht zu machen. Also das ist wirklich, also ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber das ist wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich gemacht. Und weil wir natürlich hier so ein bisschen die Voice-over-IP-Experten sind oder werden wollen zumindest, schauen wir uns jetzt mal noch ein komplizierteres Beispiel an. Denn ich habe ja hier schon anderer Provider ausgewählt. Und um das jetzt quasi zu machen, gehen wir hier zu weiterer Einstellung. Und sobald ihr weitere Einstellung anklickt, seht ihr ja, wow, hier sind so viele Details. Das steht dann, glaube ich, hier nicht mehr in der Anleitung. Und deswegen ist das jetzt auch das Interessante, und ich zeige euch jetzt mal Seite bei Seite, wie man das quasi einrichtet, wenn man technisch ein bisschen versierter ist. Gibt es, also jetzt bei meinem Voice-over-IP-Anbieter gibt es ja auch so eine Help-Section, so eine Ort, wo halt die Fragen gestellt werden. Und ich klicke jetzt da mal an, weil in diesen Hilfethemen sind hier irgendwo Voice over IP SIP. Also das müsst ihr halt auch euch ein bisschen verdeutlichen. Voice over IP benutzt halt dieses SIP-Protokoll, ja, Session Initiation Protokoll. Das sind jetzt so Sachen, da würde wahrscheinlich der normale Nutzer jetzt so ein bisschen alt aussehen. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Und hier unten steht irgendwo, was für Geräte kann ich denn verbinden. Und ihr seht auch schon, es ist alles in Englisch. Also für mich kein Problem. Jedenfalls das ist halt das, was ihr euch merken müsst, wenn ihr jetzt halt bei einem anderen Anbieter seid, bei einem anderen Voice-over-IP-Anbieter, die haben normalerweise viele Konfigurationsbeispiele, und ich gehe jetzt einfach mal runter, und ihr seht ja schon, hier ist ein Siemens Gigaset Konfigurationsbeispiel aufgeführt. Das klicke ich natürlich an, und sobald ich das gemacht habe, sehe ich hier auch ein Beispiel. Und dann brauche ich eigentlich nur die Daten, die hier stehen, zu übernehmen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und ich habe jetzt mal schnell das übertragen. Also müsst ihr ja nicht sehen, wie ich hier alles einzeln eintippe.
Was ihr im Prinzip macht, ist, wenn ihr bei einem Anna VoiceOver IP Anbieter seid, dann richtet ihr euch natürlich bei diesem Anna VoiceOver IP Anbieter auch Nutzerkonten für, also ihr registriert quasi eine Telefonnummer. Also ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier irgendwie halbwegs sehen. Also es ist natürlich, mein Bild nimmt jetzt hier so ein bisschen Platz von dem Display weg. Jedenfalls, ihr könnt euch dann, also in meinem Fall habe ich mich jetzt mal eingeloggt in das Backend quasi von diesem VoiceOver IP Provider. Und ihr seht, ich habe halt hier eine Telefonnummer registriert. Die zeige ich euch jetzt natürlich erstmal nicht. Aber hier ist halt die registrierte Telefonnummer und ich kann jetzt quasi Nutzer anlegen und sage ich mal, hättet ihr jetzt eine Firma, die, sage ich mal, in Deutschland ist und die aber im Ausland, sage ich mal in Amerika oder in Asien oder irgendwo was verkaufen will, dann könntet ihr quasi im Ausland günstig eine Nummer registrieren und könntet dann hier Nutzer, sage ich mal, die Verkaufsabteilung oder die Serviceabteilung oder Garantieabteilung oder was auch immer ihr für Abteilung habt, quasi mit der Nummer oder mit den jeweiligen Nummern verbinden. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal, wir springen mal wieder zurück zum Konfigurationsbeispiel. Ihr würdet dann einfach nur, sage ich mal hier, wenn ihr das Nutzerkonto anlegt für diese registrierte Telefonnummer, würdet ihr halt, sage ich mal, verkaufsabteilung@meinefirma.de und dann tragt ihr das auch hier so bei den persönlichen Provider-Daten so ein. Das wäre dann quasi Sales und dann Domain @mycompany.com. Also im Prinzip genauso übernehmen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Am wichtigsten ist einfach, dass ihr den SIP-Server hier eintragt und auch den Stun-Server aktiviert. Und also ich habe euch ja die Beispiele jetzt so gezeigt. Also ehrlich gesagt, wenn ihr mit VoiceOver-IP noch nicht so, wenn ihr da neu seid, macht euch keine Sorge, also das kann man lernen. Wenn ihr jetzt irgendwas falsch macht, dann verbindet sich es halt einfach nur nicht. Dann müsst ihr halt nochmal hier in quasi in eurer Anleitung bei eurem Provider gucken und es dann aktualisieren und dann klappt es auch ganz super. Und wie gesagt, das sind ja hier oben auch nur sechs Schritte ungefähr. Also überlegt euch halt einfach nur, wenn ihr halt euch eine Nummer holt, holt euch die Telefonnummer in dem Land, in dem ihr sie braucht. Und dann, wenn ihr die Nutzer anlegt, legt sie halt gleich so an, dass es halt Verkaufsabteilung ist oder Serviceabteilung. Und dann passt es auch mit der E-Mail hier super überein. Und ihr habt da gleich eine übersichtliche Anzeige dann im Display. Und ja, was könnt ihr noch machen? Also sag ich mal, wenn es euch stört, dass zum Beispiel sich die IP-Adresse von dieser Gigaset GoBox ständig ändert, könnt ihr natürlich auch anstatt IP-Adresse vom Router automatisch zu beziehen, könnt ihr es natürlich auch umstellen auf statisch und dann könnt ihr eine feste IP-Adresse zuweisen und dann ist die IP-Adresse von der GoBox immer gleich. Aber ich habe euch ja auch gezeigt, ihr könnt es auch so nachgucken. Ansonsten finde ich hier auch dieses Menü recht übersichtlich gestaltet. Also ihr könnt hier allerlei Sachen noch einstellen. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu ausführlich, hier durch jedes Detail zu gehen. Also ich würde einfach sagen, ihr könnt euch ja dann, wenn ihr euch ein Gigaset geholt habt, falls ihr euch dann so ein Gigaset mit so einer Basis holt, dann könnt ihr quasi auch mal durchklicken, was es hier alles für Details gibt. Also hier könnt ihr zum Beispiel solche Sachen wie Time-Server einstellen, dass sich das Telefon quasi immer die Datumsangaben automatisch von einem Zeitserver zieht. So ist halt auch immer die Uhrzeit und Datum alles aktuell. Ihr könnt hier Firmware aktualisieren, ihr könnt die Sachen mit dem Telefonbuch machen. Hier bei Infodienste hatte ich ja vorhin schon gezeigt, da steht irgendwie der Wetterbericht im Display. Also das ist eine ganz interessante Sache. Und hier bei Status könnt ihr halt auch nochmal sehen, welche Voice-over-IP-Leitungen aktiv sind. Bei mir sind jetzt halt, wie gesagt, die zwei aktiv, aber ihr könntet auch noch mehrere da rein konfigurieren. Ja, ich würde sagen, das soll es erstmal so gewesen sein zu dieser kleinen Einführung und den Tipps, wie ihr da auf die Basisstation zugreift und wie ihr das so ein bisschen konfigurieren könnt. Habt ihr mal so eine grundlegende Übersicht bekommen? Und ich würde jetzt sagen, wir springen jetzt einfach mal wieder zurück aus dem Computer raus und ich gebe euch noch ein kurzes Fazit. Mach vielleicht noch mal einen kurzen Anruf und zeige euch die Klingeltöne und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, und um jetzt zu testen, ob der Telekom-Anschluss richtig eingerichtet ist, habe ich jetzt mal hier das Mobilteil und mein Handy daneben gelegt. Und ich gehe jetzt hier einfach mal kurz in das Menü zu den Anruflisten. Und da habe ich das schon mal getestet und wähle ich jetzt mal meine Nummer und rufe mal meine Handynummer an. Und er wählt jetzt quasi und dann müsste es gleich klingeln. Und es klingelt auch. Also soweit
scheint es okay zu sein. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe ja jetzt nur die Telekom-Leitung, mit der Telekom-Leitung quasi raustelefoniert übers Internet zu meinem Handy. Und was ich jetzt mal machen werde, ich werde jetzt mal die Telekom-Leitung kurz im Web-Interface deaktivieren und dann testen wir mal die amerikanische Nummer, ob ich mit der auch hier auf mein deutsches Handy anrufen kann. Also springen wir nochmal ganz kurz zurück zum Computer und schalten diese Telekom-Leitung aus. Ja, und wie gesagt, dazu braucht ihr einfach hier nur zur Einstellung zu gehen und dann zur Telefonie und dann stehen ja die Leitungen da. Also ich fand es so ein bisschen verwirrend gerade bei dem Mobilteil. Also ich habe hier auch mal geguckt, aber immer wenn ich raus telefoniert habe, habe ich automatisch über diese Leitung 1 Telekom telefoniert. Weiß ich jetzt nicht, ob man hier, wie man hier die Leitung auswählen kann. Also ich hatte auch schon mal andere Voice-over-IP-Telefone reviewed, zum Beispiel von Yealink. Kann ich ja hier mal kurz einblenden. Könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auch mal dieses Yealink anschauen. Da ist das, glaube ich, ein bisschen besser gelöst. Aber jetzt zurück erstmal hier zu dem Gigaset C430 Voice-over-IP-Telefon. Und weil ich es halt irgendwie jetzt gerade nicht beim Raustelefonieren gesehen habe, wie man diese Leitung da konfiguriert, schalte ich jetzt einfach mal die Telekom-Leitung aus und dann müsste er ja automatisch über die zweite Leitung, also meine amerikanische Leitung, raustelefonieren. Das teste ich jetzt mal. Also wieder zurück zum Telefon. Okay, hier Leute, ich habe noch mal ganz kurz hier in dem Menü nachgeguckt. Das ist hier ein bisschen im Menü versteckt. Man kann es doch hier im Menü machen. Ich hätte jetzt gar nicht die Leitung ausschalten brauchen. Ihr könnt quasi im Menü die Leitung wechseln, müsst ihr natürlich euch ein bisschen durchklicken. Wie gesagt, es ist halt kein Firmengerät, sag ich mal, beim Firmengerät wäre das sicherlich leichter zugänglich. Wenn ihr jetzt bei Telefonie hier guckt, dann gibt es hier Sendeverbindungen, das ist quasi, wo ihr raustelefoniert. Und hier ist jetzt intern 1, da hatte ich halt die Telekom-Leitung konfiguriert. Und ihr könnt hier raufklicken und dann steht hier Verbindung für abgehende Rufe. Da hätte ich nur zu 2 wechseln brauchen und dann wäre es okay gewesen, hätte ich die Leitung 1 gar nicht ausschalten brauchen. Also habt ihr hier auch nochmal das Beispiel. Ich habe jetzt mal Leitung 2 quasi gespeichert und jetzt werden alle meine ausgehenden Anrufe, müssten die über Leitung 2 gehen automatisch. Und dann wiederhole ich jetzt nochmal den gleichen Vorgang, den ich eben hatte. Ich gehe quasi hier wieder zu den Anruflisten, suche mir meine Nummer hier raus und rufe dann mal mit jetzt hoffentlich der amerikanischen Nummer auf meinem deutschen Handy an. Da bin ich ja mal gespannt. So, und er wählt jetzt auch via IP2. Und hier unten in meinem Display steht jetzt auch US, also Vereinigte Staaten. Damit funktioniert das hier tadellos, ne? So, und dann zeige ich euch jetzt mal noch einen kleinen anderen zweiten Trick. Das ist jetzt natürlich spezifisch für meinen Voice-over-IP-Anbieter in den Staaten. Und zwar bin ich ja jetzt quasi über Leitung 2, die amerikanische Leitung, verbunden. Und bei meinem Provider ist es so, da kann ich hier Stern 21 angeben. Und dann lande ich beim Auto-Attendant. Das ist auch ganz lustig, das ist quasi so firmenmäßig. You know the extension of the person you would like to speak to. You can enter it now. For sales, press 1. Oh, und das heißt eigentlich nichts weiter, als dass man so eine Art bei einigen Voice-over-IP-Anbietern kriegt man quasi so eine Art firmenmäßiges Navigationsmenü, wenn man jetzt verschiedene Abteilungen hat. Kann man dann quasi über das Keypad darauf zugreifen und sich dann zu der entsprechenden Abteilung durchschalten lassen. Und natürlich kann man auch die Sprache von diesem Menü dann ändern und so weiter. Aber ich sag mal, das ist alles so ein bisschen nur nebenbei, um halt mal zu zeigen, was Voice-over-IP eigentlich kann. Also springen wir jetzt mal zum Fazit. Ja, das soll soweit erstmal gewesen sein von dem Unboxing und der Konfiguration von diesem Gigaset C430A Voice-over-IP-Telefon. Also wie ich finde, das C430 ist schon ein ganz passables Gerät. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr hier in diesem Set quasi eine Basisstation kriegt und einen Einsteiger-Mobilteil. Für den Preis finde ich das auch wirklich sehr vernünftig. Ich habe euch mal gezeigt, wie ihr das quasi mit dem Telefon, mit dem Telekom-Anschluss konfiguriert. Und wir haben halt gelernt, mit dem Telekom-Anschluss haben quasi die Hersteller auch die Konfiguration sehr, sehr einfach gemacht. Dann als zweites habe ich euch gezeigt, wenn ihr, sage ich mal, einen ausländischen Anbieter nehmen wollt, dann müsst ihr schon so ein bisschen, sage ich mal, in der Anleitung wälzen oder halt mein Tutorial schauen, damit ihr quasi das einrichten könnt. Also, aber ich denke mal, die meisten Leute werden halt, glaube ich, nicht anfangen, sich
ausländische Telefonnummern so en masse einzurichten. Aber wie gesagt, ich habe euch gezeigt, es geht halt wirklich auch. Also ihr könnt wirklich ausländische Telefonnummern einrichten und dann extrem günstig über das Internet quasi telefonieren. Und da habe ich euch das Tutorial zugezeigt. Ich habe euch gezeigt, dass die Anrufe hier sehr gut funktionieren. Und mein Fazit ist, wenn ihr hauptsächlich im Firmenbereich unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal die Yealink Reviews von mir anschauen. Denn ich habe auch noch so ein paar Yealink-Geräte und ich finde, die sind immer noch so ein bisschen besser auf den Firmenbereich optimiert. Zeige ich euch auch noch mal alle Details dafür. Ist auch ganz praktisch. Aber ich würde sagen, für die meisten Leute ist ja hier das Gigaset so ein Heimgerät. Und dafür, finde ich, ist es auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, das war es soweit mit meinem Review und dem Konfigurationsbeispiel von dem Gigaset. Also ich denke mal, ihr könnt so sehr leicht in diese Voice-over-IP-Telefonie starten. Ja, und mehr Menschen abonnieren natürlich meinen Kanal wegen diesen ganzen nützlichen Inhalten, die ich hier bereitstelle. Und ihr seht ja hier schon, ich habe hier auch noch das Yealink Voice-over-IP-Telefon aus dem Firmenbereich. Könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Und ja, wenn euch der Inhalt gefällt, dann abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr noch mehr nützliche Videos. Und als Abschluss habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar könnt ihr mal auf meinem englischen Kanal vorbeischauen, denn da habe ich einen ganz besonderen speziellen Online-Kurs, so einen kostenlosen 7-Tage-Online-Kurs, in dem ich quasi zeige, so ein paar Fallstudien, im Prinzip 7 Fallstudien, die zeigen, wie man im Internet Geld verdienen kann. Ich finde, das ist so ein ganz spannendes Thema. Denn es gibt ja da Leute, die in Amerika quasi Vorreiter sind und da $100.000 im Monat verdienen mit ihrem Online-Business. Und dann mache ich auch noch ein paar Interviews auf meinem englischen Kanal mit Startup-Foundern. Also bis dann, alles Gute, euer Sebastian.